Im Bundestag wurde mal wieder über das Thema Weed geredet und das bedeutet, dass wir uns ein weiteres Mal über die dümmsten Aussagen von Politikern lustig machen können. Und zwar in Rekordzeit. Auch wenn das laut MyLab dafür sorgen könnte, dass ihr die Aussagen der Politiker glaubt, obwohl ich sie hier widerlege. Es wurde nicht nur über ein Gesetz diskutiert, sondern über mehrere. Ein Gesetz zur Entkriminalisierung, ein Gesetz zur kontrollierten Abgabe, ein Antrag für Modellprojekte für Cannabisabgabe und ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass Cannabiskonsumenten nicht mehr der Führerschein abgenommen wird, obwohl sie nüchtern sind. Und nahezu abenteuerlich, muss ich sagen, ist die Erklärung in der Begründung zum Grüngesetzentwurf, in dem illegal gehandelten Cannabis seien häufig schädliche Beimengungen von Stoffen enthalten. Und darum müsse man einen legalen Markt schaffen, um die Drogen auf ihre Güte- und Wirkstoffkonzentration überprüfen zu können. Das würde ja heißen, dass man sich für die Legalisierung aller verbotenen Drogen ausspricht, da dieses Problem der Verunreinigung bei allen Drogen auch vorkommt. Also können Sie auch alle erlauben, damit Sie es anschließend schön kontrollieren können. Gut erkannt. Dieser Gesichtspunkt trifft auf alle Drogen zu. Und ja, man sollte alle Drogen legalisieren. Simon, räum dein Arbeitszimmer auf. Es sieht ja einfach nur ekelhaft aus. Nein, denn mit der gleichen Logik könntest du auch dafür argumentieren, dass ich auch mein Schlafzimmer aufräumen soll. Ja? Auf dieser Ebene von Argumentation befinden wir uns hier. Eine Legalisierung der Drogen, die schon von vielen genutzt wird, stehen Erziehungsberechtigte vor der Schwierigkeit, den Jugendlichen zu erklären, wie gefährlich diese Stoffe sind. Denn wenn sie etwas legal machen, wie soll ich dann als Vater oder Mutter sagen, nimm das Zeug nicht, der Staat hat ja gesagt, es ist gar nicht so schlimm. Ja, das ist echt übertrieben kompliziert. Nur weil etwas legal ist, heißt es doch nicht, dass der Staat damit sagt, dass es nicht so schlimm ist oder dass ich Kindern nicht erklären kann, dass es der Gesundheit schadet. Es ist auch legal, 3 Kilo Butter zu essen. Papa, darf ich 3 Kilo Butter essen? Ist das gesund? Das kann ich nicht erklären, denn es ist legal. Cannabis ist zwar legal, aber hat ein hohes Gefahrenpotenzial, besonders für Kinder und Jugendliche. Wow, das war aber schwer. Und es kommt dazu, dass es ja für Jugendliche nach wie vor illegal ist. Also wenn man wie Herr Spangenberg intellektuell nur in der Lage ist, einem Kind zu erklären, dass etwas schädlich ist, wenn es für dieses auch verboten ist, dann wäre das auch dank Jugendschutz auch nach einer Legalisierung noch machbar. Wissenschaftlich steht außer Frage, Cannabis ist schädlich für die Gesundheit. Das ist eigentlich banal auszusprechen, aber man muss das leider in dieser Debatte machen, weil das offensichtlich noch nicht bei allen angekommen ist. Alexander Kraus argumentiert mal wieder gegen einen Strohmann. Niemand sagt, dass Cannabis der Gesundheit nicht schadet. Aber wenn sich der Konsum nach einer Legalisierung nicht signifikant ändert, so wie es bei den meisten Ländern, die legalisiert haben, der Fall war, ist der gesundheitliche Aspekt irrelevant. Und selbst wenn es zu einem Anstieg kommen würde, ließe sich eine Legalisierung trotzdem damit begründen, dass ein paar mehr Süchtige ein kleineres Übel sind als Millionen kriminalisierte Konsumenten, die moralisch nichts Verwerfliches tun. Auch die Illusion, es gibt dann ein sauberes Cannabis, ist natürlich unsinnig. Also Entschuldigung, es gibt doch nicht nur die Wahl zwischen schädlich und schädlicher, sondern die Entscheidung muss doch sein, nützt das, muss ich überhaupt was nehmen, was schädlich ist? Und da kann ich nur sagen, man muss überhaupt nichts Schädliches nehmen. Ja, schon. Warum überhaupt solche Regeln für Bier? Dann lassen wir doch die Bierhersteller Blausäure ins Bier mischen, weil komplett ohne Bier ist ja sowieso besser. Lächerlich hier zu versuchen sicherzustellen, dass hier gewisse Standards erfüllt werden. Auch bei jeder Art von Fastfood oder Süßigkeiten kann man solche Standards abschaffen, weil man sowas gar nicht nehmen sollte. Da sagen Sie, obwohl Cannabis seit Jahren verboten ist, gibt es weiterhin Drogenkonsumenten. Also müsste man es ja legalisieren. Ja, das ist so. Obwohl Cannabis seit Jahren verboten ist, gibt es weiteren Konsumenten. Aber Entschuldigung, seit Menschengedenken ist Mord verboten, seit Kain und Abel. Gibt es den aber trotzdem. Und es gibt... Auch in den Innenstädten ist es verboten, schneller als 50 zu fahren. Und trotzdem passiert das jeden Tag in zig Fällen. Jetzt kam noch nie jemand von Ihnen auf die Idee, obwohl das wesentlich mehr Fälle sind übrigens im Verkehrsbereich, zu sagen, na dann lasst die Leute doch einfach fahren, dann machen wir die ganzen Verkehrsschilder weg, dadurch wären es dann sogar weniger. Die guten alten Vergleiche, Cannabiskonsum und Mord, Drogengesetze und Straßenschilder. Autofahren ist ja legal, obwohl es gefährlich ist. Straßenschilder sind eine gute Regulierung, um ein sicheres Autofahren im legalen Bereich zu fördern. Genauso könnte man Drogen legalisieren, um dann im legalen Bereich Regelungen einzuführen, die den Konsum einschränken. Nur wenn Autofahren komplett verboten wäre und es somit auch keine Straßenschilder geben könnte und die Leute teils auf illegalen, gefährlichen Schlammstraßen fahren müssten, wäre der Vergleich akkurat. Und ja, dann würden die meisten Leute eine Legalisierung des Autofahrens fordern. Und der Vergleich mit Mord hängt deshalb, weil es ja bei der Legalisierung von Gras ja nicht nur darum geht, dass die Verbote den Konsum kaum beeinflussen, sondern dass zusätzlich das Konsumieren nicht moralisch verwerflich ist, was Mord ja schon ist, weil man bei Graskonsum per se nur sich selbst schadet. Wenn man Mörder wegsperrt, können diese in der Regel nicht mehr anderen schaden. Wir hören gerade bei Ihnen, bei den Linken heraus, dass man sogar sagen kann, ach, soll im Straßenverkehr nicht zu hart kontrolliert werden.
Das ist, lieber Kollege, jetzt bin ich da. Das ist alles nicht so schlimm und vielleicht kann man auch in Zukunft noch mal einen Joint rauchen, bevor man sich ins Auto setzt. Ich wette, dass sich für diese Aussage selbst die eigenen CDU-Kollegen geschämt haben, weil es zeigt, wie wenig er bei der bisherigen Diskussion aufgepasst hat. Denn interessanterweise hat der CDU-Politiker Gero Storjohan ein paar Minuten vor Bloßrede den Antrag von den Linken als diskussionswertiges Thema bezeichnet, da es ja erwiesen ist, dass man bei dem THC-Grenzwert von 1 Nanogramm pro Milliliter keine Ausfallerscheinungen beim Autofahren hat und empfahl, das Gesetz zur Beratung im Verkehrsausschuss weiterzugeben. Ja, auch Daniela Ludwig befürwortet inzwischen Gesetze, die sicherstellen, dass Menschen, die vor einer Woche konsumiert haben und nicht high sind, der Führerschein nicht abgenommen wird, so wie es bisher der Fall ist. Darum geht es hier und er denkt irgendwie, dass es darum geht, völlig bekifftes Fahren zu legalisieren. Der Ploß hat in der Schule bestimmt den Deutschlehrer gefragt, was Fermats letzter Satz war. Weil Fermat war ja eigentlich Mathematiker und Satz klingt ja, als wäre es aus dem Deutschunterricht. Ach, das war witzig, okay, Leute. Jetzt diskutieren wir hier in dieser Debatte auch darüber, ob es vielleicht in Ordnung sei, Cannabis zu konsumieren und sich dann vielleicht irgendwann ins Auto zu setzen. Also seiner Meinung nach sollte man sich dann nie wieder ins Auto setzen, wenn man mal Cannabis konsumiert hat? Beispiel Kanada zeigt doch das genaue Gegenteil. Dort ist die Zahl der Konsumenten um über 50% gestiegen. Nein, in Kanada ist die Zahl der Erstkonsumenten um 50% gestiegen. Und diese Erstkonsumenten waren überwiegend Männer im Alter von 45 bis 65 Jahren. Des Weiteren stiegen auch bereits vor der Legalisierung die Konsumzahlen von Jahr zu Jahr. Und schließlich blieb auch die Zahl der Leute, die Cannabis täglich konsumieren, gleich, was ja einer der wichtigsten Zahlen ist, weil das die Menschen sind, die am ehesten ein problematisches Konsummuster haben. Ich kann nur zu gut die Frust von Niema Mofasat verstehen. Ursprünglich wollte ich noch ein wenig auf die Rede von Stefan Pilsinger eingehen. Fakt ist aber, dass Pilsinger so langweilig spricht, dass ich euch das ersparen will. Aber ich möchte bei ihm positiv hervorheben, dass er sich in seiner Rede dafür ausgesprochen hat, klare Regeln für Cannabidiol zu machen und für einen leichteren Zugang zu Medizinalcannabis. Das war die schnellste Zerstörung aller Zeiten. Abonniert diesen Kabal.